Hallo und herzlich willkommen zurück zu Surrounded. Wir sind hier bei dem Lager und wir wollen hier zurück zum See. Wir müssen ja noch unser Golfwägele zurückholen. Muss ich mal kurz gucken. Wir müssen in die Richtung, ist das richtig? Nicht ganz, mehr in die Richtung, ne? In die Richtung müssen wir. Bin ich mal gespannt, was uns unterwegs noch begegnet. Also das Räuberlager war ganz cool. Ich würde sagen, das haben wir relativ entspannt auch hingekriegt. Das Snipergewehr ist halt schon mega, ne? Das muss man echt sagen. Wir haben ja auch noch eine andere Version eines Snipergewehres im Rucksack. Das werden wir uns auch mal in Ruhe angucken. Was? Ich dachte, wir hätten jetzt Ruhe, ne? Müssen wir denn in die Richtung überhaupt? Eigentlich nicht. Dann würde ich sagen, wir lassen die auch. Ach, guck mal, hier ist das Zeltlager. Aber ich finde das mit den NPCs echt nochmal eine Nummer geiler, muss ich sagen. Finde ich echt gut, dass die Entwickler den mit eingebaut haben. Ach, dankeschön, liebes Spiel. So, lass uns doch mal kurz das alles darüber schieben. Und lass uns doch mal hier ein paar Midis hier reinschmeißen. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie unser Wegele beschädigt haben, aber ich glaub's nicht, ne? Ich glaub's und hoffe es nicht. Aber wenn, guck mal, wir haben noch ein Reparaturkit. Wer ist eigentlich Hunger, Durst? Hunger geht ein bisschen. So. Scavenger Backpack lasse ich mal liegen. Aber noch mehr Handgranaten, ey, das wird uns. Ey, das ist unser Tod. Ich weiß es jetzt schon. Das Petrol Backpack sieht aber auch geil aus, aber ist leider zu lütt. Alle zu clean hier, zu clean hier, zack. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Eine Menge Leichen gibt's ja, aber ich glaube, hier waren wir tatsächlich, ne? Nehmen wir auch mit, ne? Ach, guck mal an. Für die Küche! Geil. Interessante Wassergeräusche hier. So, was haben wir hier? Ein Koffer und ein Stuhl. Mhm. Aber hier zu wohnen, hätte irgendwie auch Charme, ne? Oh. Mit dem Nachladen klappt es jetzt irgendwie besser. Zumindest bei dem Gewehr. Für die anderen Sachen habe ich jetzt auch noch Magazine, geladene Magazine in der Tasche. Wir werden diesem Nachladeproblem schon Herr werden, ich bin mir ganz sicher. Boah, geil. Da können wir uns ja richtig was Leckeres kochen. Aber nice, dass uns jetzt auch die Rehe hier über den Weg gelaufen sind. Perfekt. So, wir wollten ja eigentlich oben zum Händler. Da düsen wir auch fix hin. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, das Golfwegele dürfte soweit unbeschädigt sein, oder? Jo, bis auf Sprit. Können wir nachfüllen hier. Wir haben eh so viel Sprit. Ja, ich weiß, bisschen verschwenderisch, aber... Was kostet die Welt? Top.
Ich würde mit euch dann natürlich weiter gen Norden. Norden ist in die Richtung hier. Das wäre gut, denn jetzt haben wir den See abgefespert. Würde ich gerne natürlich hier gucken, was das ist. Können eigentlich mal Licht ausmachen hier, zack. Und zum Glück ist heute auch mal ein bisschen hell, Mensch. Oh, da vorne ist einer. Ist das ein Zombie? Das ist eine gute Frage, ne? Wo ist er jetzt hin? Hallo, nimm mal die Finger von meinem Golfwagen, du Krabscher. Dass sie sich so gerne an dem Golfweg aufreiben, verstehe ich gar nicht. Was ist das hier für eine Waldhütte? Okay. Oh ja, okay. Interessant. Können wir eigentlich... Warte mal. Guck mal, das können wir mal dahin machen. Mehr als 4 Handgranaten geht nicht. Okay. Nee, da eher nicht rein. Guck mal. Handgranaten, Landmine... Handgranaten, dann können wir mal ein bisschen sortieren hier. Da ist jetzt noch frei. Guck mal, die blöden Lampen. Schmeiß ich mal dahin. Ich guck gerade, dass wir hier ein bisschen Zeug zusammensortieren, was wir halt häufiger finden. So. Okay. Die Tonne noch. Okay. Beste Tonne ever, oder? Interessante Tonne. Cool. Sleeping Bag Hammer. Das heißt, das würde ich nicht nochmal extra mitnehmen. Gut, weiter geht's nach Norden, nach Norden, nach Norden. Ach, freut mich total, dass wir ein bisschen die Map aufdecken. Ah, da ist er vorbeigehuscht. Ey, es ist so ein geiler Sound. Nee, du darfst weiterfahren. Lieber Nico, was machst du? Danke. Oh. Ich weiß nicht, ob die nett waren. Den Hasen habe ich erwischt, oder? Wie geil. Tja, da wollte er sich hier... Wollte er vorbei hobbeln. Ah, das war wohl nix. Ich habe den Hasen echt erwischt. Ist das... Oh, was ein Hase hat viel Fleisch. Aha. Sehr gut. Nehmen wir. Ich glaube, die beiden waren gar nicht böse, ne? Aber weiß man ja vorher nicht. Wo sind die andere Leiche? Eine Leiche ist verschwunden. Was ist denn das hier eigentlich? Soll ein Lagerfeuer sein, oder? Da ist der Hase. Keine Ahnung, wo die andere Leiche ist. Bin ich jetzt blöd? Ich sehe echt verschwunden. Naja, dann halt nicht.
Selber schuld. Oh, schade. Schade, dass wir das Golfwegele nicht in das Auto da reinkriegen. Das wäre auch mega, ne? Den gucken wir uns jetzt bei Tag mal an. Ey, das Ding ist ja richtig cool. Mit dem kannst du richtig on Tour gehen. Guck mal, wie... Boah. Auf den habe ich ja Bock. So, warte mal. Ich muss mal... Kann ich jetzt eigentlich eine Markierung auf dem Map setzen? Ja, kann ich. In-Game-Marker. Mhm. Kann ich den auch benennen? Ich mach den mal in Rot. Geht das? Ja. Ach, guck mal, jetzt sieht man hier den Marker. Dann weiß ich, wo das Auto ist. Das ist ja cool. Sieht man es auch auf dem Kompass? Nee. Gut, dann würde ich sagen, wir fahren weiter. Auf den freue ich mich echt. Geil, wusste ich gar nicht, dass es auch modifizierte... Ist der nett? Wahrscheinlich, ne? Guten Tag. Ey, der hat schon wieder so ein geiles Ding. Ist der gleiche, ne? Boah. Das Ding wäre geil. Hey, Kumpel. Machst schon mir Sonderpreis? So, wir fahren richtig, ne? Ja, wir fahren richtig. Da oben ist auch was. Da würde ich mal zuerst gucken. Das macht mir echt gerade mega Fun, einfach mal so ein bisschen durch die Weltgeschichte zu fahren. Um ein bisschen zu gucken, was es so gibt. Ach, guck mal an. Funkstation ist das hier. Ist ja auch cool. So, ich muss mal kurz, wenn wir jetzt hier das Ding ausmachen. Ah ne, der Punkt bleibt sichtbar. Das kommt doch genau recht. Kleine Erfrischung. Das nehmen wir natürlich auch mit. So, auch eine Box. Das ist geil. Claro. Na claro. Hier auch, na Dankeschön. Und die Box. Die Box geht auf jeden Fall mit. Also man braucht einfach auch manchmal ein bisschen Lootglück, ne? Guck mal, wie viel Holz wir schon wieder haben. Tape. Geil. Kann man den öffnen? Nee. Schade. Shit, ja, nein, ihr guckt. Oh, da haben wir es jetzt fast 100 voll. Das ist ja auch krass. Reparaturkit. Das Ding ist ja, sieht ja echt cool aus, ne? Diese Radiostation. Oder Sendestation, ich weiß ja gar nicht, ob es Radio ist. Cool. So, jetzt werfen wir mal noch einen Blick hier rein. Ach, die Schüssel, die wollten wir ja auch mitnehmen, ne? Was sind das hier? Ach, da hat jemand das Fenster verhängt, okay. Wow, das ist ja...
mal, von hier oben hast du auch einen richtig geilen Überblick, ne? Das ist da, wo wir waren, mit den Zelten gegenüber. Strommast. Da steht noch eine Hütte, noch eine Hütte. Dann fahren wir wieder runter. Das war ja hier jetzt nicht so erquicklich. Fahren wir mal zu den zwei Häusern hier. Was ist denn das da für eine Mini-Hütte? Tiny House. Nehmen Sie mal da die Finger weg von meinem Wägele. Wenn das geht. Aber ich muss sagen, viele von den Zombies, ehemals Menschen, haben sehr viele Waffen und Munition dabei, ne? Spielt bestimmt in Amerika. Das ist ja eine interessante Hütte. Okay. Auch Fleisch ist gut. Und ein Riegel. Riegel ist immer gut. Ich bin gespannt, ob der Händler was Spannendes hat. Da, wo wir jetzt hinfahren. Ah, das Kojoten-Backpack als aufgewertet ist natürlich auch mega geil, ne? Also als Legendary. Richtig gut. Was ist hier los? Wo war der denn tauchen, bitte? Bisschen Gelump. Waschmaschine. Er ist ein Arsch. Wo kam der denn schon wieder her? Ich sag ja, die schleichen sich alles an, oder? So, die Lampe. Hier, Schüsseln. Okay. Jo, war ja jetzt auch nicht so. Warum ist denn das hier eigentlich so neblig? Hey, läufst du mir nach? Oh, wow. Legendary, Preis 22. Dein Kumpel hat aber coolere Sachen. Diesen Legendary-Rucksack. Habt ihr schon welche davon? Bestimmt, oder? Kann man auch mehr als einen kriegen? Ach, bestimmt auch, wenn es Händler gibt, der die verkauft. Deswegen will ich auch unbedingt mal hier gucken. Lass uns mal ganz schnell auf die Bremse treten und mal kurz auf die Map schauen. Also, wir waren jetzt hier oben bei dem Sendemast, hier bei den zwei Häusern. Ich würde gerne mal gucken, was das ist. Dann will ich gucken noch, was das ist. Und das. Damit wir hier auch die ganzen Kleinorte mal alle abgefächert haben. Ich würde sagen, wir fahren hier auch mal querfeld ein. Oh, was ist da schon wieder? Die sehen mehr aus wie Kriminelle, oder?
bin mir zwar nicht ganz sicher, ob sie wirklich kriminell waren, aber ich weiß nicht, wie macht ihr das so? Vorsorge ist besser als Nachsorge, oder? Denke ich mir immer. Was ist jetzt hier los? Oh, unser Auto hängt fest. Lass uns mal bei Controls. Man kann auch irgendwie sein Vehikel hier wieder... Radial... Vehikelhorn? Nee. Auch nicht. Flip. Flip-Vehikel hier, K. Zack. Da haben wir doch gerade auf so einem Baumstamm aufgesessen. Scavenger. Die waren wahrscheinlich gar nicht. Aber gut. Wie gesagt, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Haben wir gerade Durst? Ach, egal. Hauen wir uns das rein. So, wir wollten eigentlich weiter hier. Weiter, weiter, weiter. So, jetzt lass uns mal kurz gucken. Wir sind hier und ich will eigentlich da zu dem, ne? Jetzt müsste ja gleich hier irgendwo sein. Ach, das Stromding hier. Place. Ach, guck mal, man kann hier tatsächlich eine Bärenfalle setzen. Kann man da auch reintreten? Also mir passiert da nichts. So, das war das Stromding, ne? Jo, das war das Stromding. Dann würde ich sagen, wir fahren jetzt hier rüber. Aber komm, die Rundreise mit dem Golfwagen ist schon cool. Finde ich. So, gucken wir mal. Sind wir hier auf dem richtigen Weg? Ja, noch ein Stück darüber oder was? Ach, das sind nur Zombies, okay. Brauchst gar nicht so auf meinen Golfwagen schielen. Kriegst du nicht. Ich fände es auch geil, wenn es hier Zombie-Hunde gäbe, ne? Weil guck mal, eine Hundehütte gibt's ja. So ein bisschen wie bei Seven Days to Die. Oh, da kann ich die Hunde ja nicht so leiden, ne? Gerade zum Anfang. So im Laufe des Spiels geht's, aber ich finde zum Anfang sind die Hunde echt die Hölle. Nee! Ach, süß! Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich überlege gerade, sollen wir nochmal eine Couch mitnehmen? Nee, oder? Nee, komm. Scheiß auf eine Couch. Da will ich mal gucken, ob wir uns nicht irgendwie... Ja, ich will schon eine geile Fernsehecke machen, aber... Gibt's nicht auch Sessel? Ach, guck mal, so eine Lampe, die ist geil. Die nehmen wir mit. So, wollen wir mal kurz nach unseren Skills gucken. Guck mal, unsere Fitness ist Level 9. Stärke ist Level 9. Toughness 3. Sneaking 2. Oh, Heilung sogar schon auf 10. Marksmanship 2. Reloading 1. Und Deep 1. Wow. Wie viele Punkte haben wir? 2. Guck mal, 5 und 5. 10 brauchen wir auf jeden Fall noch. Dann hätten wir zumindest mal so weit den Tree voll. Okay, dann haben wir die Hütte hier auch. Sehr geil. Blick auf die Map. Dann würde ich sagen, wir fahren hier vor, ne? Das machen wir.
Okay, da steht einfach mal eine Couch in der... Oh. Vor allem, wenn die auch von allen Seiten angeschossen kommen. Was ist denn los? Als hätten die auf mich gewartet. Wie viel Geld haben wir denn schon wieder zusammen? Ah, 10. 20 sind noch zu Hause, das heißt, wir sind schon bei 30. Können wir uns bald von der anderen Währung ein bisschen was kaufen, damit wir uns vielleicht auch mal den Scavenger-Rucksack gönnen. Irgendwann. Das wäre natürlich auch was. Hier. Sprit. Ey, wie viel Sprit wir bitte mittlerweile haben? Findest du das lustig, du Clown? Boah, unsere Taschen sind echt schon voll wieder, ne? Guck mal, das schmeiße ich mal raus. Das. So, dann haben wir nämlich wieder mal Platz, um Zeug schnell einzustecken. Ach du Schande. Besser wird's nicht. Ey, manchmal, oder? Du denkst nichts Böses an nichts Böses und dann sowas. Ah, 25, dann sind wir hier nämlich auch schon wieder voll. Mhm. So, warte mal, wir können noch. Dann fangen wir hier nämlich einen neuen Stack an, so. Ist da oben noch was drauf? Ja, weiter geht's, weiter geht's. Gerade mal gucken, der Händler dürfte ja jetzt gar nicht mehr so weit weg sein, ne? Nö, da vorne. Ich würde sagen, wir klappern natürlich mal alles, was so links und rechts von der Straße ist, klappern wir mit ab. Das machen wir auf jeden Fall. Aber vorher machen wir noch einen Folgenwechsel. Ich bedanke mich bei euch natürlich wieder mal fürs Zuschauen. Bleibt mir gesund, genießt die Zeit. Bis gleich.